Hi, ihr lieben Zuseher da draußen, hier ist der Cracky von Ravioli und heute präsentiere ich euch retromäßig was Geniales, denn ich habe eine nette Tastatur hier. Die erste Tastatur des renommierten Gehäuseherstellers mit German Engineering Branding, Nanoxia. Sie präsentieren euch nämlich ein Keyboard, das Nanoxia Encore Retro. So sieht der Karton aus und so sieht das Keyboard aus. Oh yeah, eine Tastatur im Steampunk-Look, Retro-Look-Design. Eine mechanische Tastatur, wie wir hören. Sie verfügt über Kahil, Kahil oder wie heißt, wie schimpft sich der Switch nochmal? Der Kahil-Switch, glaube ich. Kahil-Switches in Weiß. Weiß sehr gut, sieht man sehr selten. Sind im Prinzip Cherry-Switches, Nachbauten dieser, jener, welcher. Und diese Charakteristik der weißen Switches mag ich persönlich sehr, sehr gut, sehr, sehr gerne leiden. Die da wären, also der Schaltweg beträgt 4 mm, der Weg bis zum Schaltpunkt sind ca. 1,9 mm und man braucht 60 Centinewton Betätigungskraft. Ja, und der Widerstand sind 50 Centinewton. CN? Sind das Centinewton? Weiß der Geier. Sind taktile Switches mit ausgeprägtem Klickpunkt. Ja, verfügt natürlich über allen Schnickschnack wie Anti-Ghosting, Anti-Rollover. Also man kann hier Brizillionen Tasten gleichzeitig drücken, ohne dass die Tastatur keine Tasten mehr annimmt, was natürlich sehr nice ist. Und ja, man sieht's hier, ne? Das ist, ein Layout, welches sich so ein bisschen am US-Layout orientiert, weil man keine richtige Return-Taste hat, sondern so eine langgezogene Enter-Taste hier. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, zumal ich die Raute gesucht habe. Die befindet sich nämlich direkt da drüber. Und ja, es sind freistehende Tasten. Das Ganze ist in einen Aluminiumrahmen eingefasst. Das hier außen ist Aluminium. Und die Tasten halt einzeln und rund, wobei das dann hier Kunststoffrahmen ist. Der ausgerufene Preis seitens Nanoxia beträgt 109,99 €. Stolze Kiste. Jetzt wollen wir natürlich sehen, ob diese Retro-Tastatur in meinem Retro-Himmel oder Hölle, wie man auch immer diese Kaschemme hier betiteln möchte, an einem Retro-PC funktioniert. Das machen wir jetzt live. So. Ich schiebe meine altehrwürdige Fujitsu, weiß ich nicht, keine Ahnung, meine allererste PC-Tastatur, also der modernen IBM-PC-Generation beiseite und lege jetzt dieses schmucke Stück dahin. Vorher fahre ich aber die Füße aus. Die Standfüße sind in diesem Hi-Fi-Look und wenn man daran dreht, in die richtige Richtung, dann fahren diese aus. So. Das ist ziemlich cool. 1,8 Meter Kabel. Und da haben wir das kleine Teil. Jetzt muss ich einmal kurz den Kram beiseite schieben. Ah, dann seht ihr mein tolles Haupthaar. Oder auch gar nichts davon. Und wir stecken mal ein und hören, ob der Retro-PC irgendwas dazu sagt. Composite-USB-Gerät. Achso, da kann ich noch kein Enter drücken. Das muss ich erstmal an einer anderen Tastatur machen. USB-Gaming-Keyboard. Mhm. USB Gaming Keyboard again. Ja, so installiert man Geräte unter Windows 98, wenn man die Treiber-CD auf der Festplatte hat. Funktioniert das so. USB Hit Human Interface. Sie leuchtet und ihr Windows-Knopf funktioniert schon. So sieht das mal aus hier. So, dann starten wir doch einfach Unreal. Das ist die Tastatur. Wir können jetzt einmal hier Notepad machen. Oh, Entschuldigung. Jetzt war ich Windows 10 verwöhnt. Ausführen. Notepad. Und dann schreiben wir mal Hallo, liebe Gemeinde. Ich teste heute ein Keyboard von Nanoxia. Es handelt sich hierbei um das Encore Retro.
eine Tastatur für den extravaganten Geschmack. Hä? Warum ist das groß geworden? Hatte ich kurz den Cap an. Ihr seht, so, ich meine, das ist jetzt natürlich zum einen der Vorführeffekt natürlich, wenn man hier so tippt, auf Windows 98, live vor laufender Kamera, dass man sich auch fair tippen kann. Man muss sich gut konzentrieren und dies hat folgende Gründe. Die Tasten sind kleiner, als es bei einer normalen Tastatur der Fall ist. Das liegt einfach an dem Look, an der runden Tastaturform. Ja, der macht das Ganze halt von der Handhabung her ein bisschen fummeliger, als man das vielleicht von einer anderen Tastatur gewöhnt wäre. Muss man sich dran gewöhnen, muss man sich anschauen, kann ich nur euch im Prinzip ans Herz legen, dass man sich das vorher mal anschaut, zu Gemüte führt, wenn man denn die Möglichkeit hat. Gerade für größere Hände könnte das problematisch werden. Ich komme persönlich gut damit zurecht. Wie gesagt, beim Schreiben muss ich mich schon konzentrieren, dass ich mich da nicht komplett vertippe. Und wir sehen jetzt kein Bild, das fixe ich aber eben. An diesem Punkt sollte ich auf das Zubehör eingehen. Denn ich bin gerade überfragt, wo diese Funktion ist. Sie ist aber irgendwo. Es gibt einen netten Saubermachpinsel dabei. Der ist ziemlich cool. Den musste ich vorhin auch schon benutzen, weil sie hier jetzt ein paar Tage unbenutzt herumlag und sie dann schon natürlich auf dem Klavier lag, ein bisschen Staub gefangen hat. Dann gibt es eine Entnahmehilfe für die Switches. So, ne? Kann man hier ansetzen. Und zack. Und schon hat man den Switch entnommen. Und man sieht auch gleich, der ist etwas anders aufgebaut, als es der normale Cherry Switch wäre. Und wir sehen auch, dass der Schalter selber nochmal in einen Rahmen eingefasst ist, was den Schalter leider inkompatibel mit herkömmlichen Cherry Kappen macht. Also eine normale Cherry-Kappe kann man leider nicht da drauf setzen. Sehr wohl kann man aber diese Switches hier auf ein anderes Cherry MX Tastatürchen setzen. So, dann gibt es noch ein normales Reinigungsläppchen hier, so ein Brillenputztuch, ja, mit dem man dann auch arbeiten kann, was auch im Lieferumfang enthalten ist. Und natürlich das Highlight bei den Anoxia-Produkten, die tolle deutsche Anleitung. Und das meine ich nicht ironisch, sondern das meine ich ganz ernst. Es ist eine vernünftige, ausführliche Anleitung, die sämtliche Funktionen hier beschreibt. 105 Tasten in Deutschland, 104 in Amerika. 1,3 Kilogramm ist das Ding schwer. Also das ist schon wirklich eine schwere, massive Tastatur. Auch total verwindungssteif, ja. Da geht nichts. Und ja, Keil weit und die Lagertemperatur, USB sind natürlich angeschlossen und so weiter und so weiter. Hier sehen wir dann auch nochmal komplett die Tastatur-Layouts. So, hey Freunde, ja, ich musste schneiden. Ich habe im Nachhinein festgestellt, dass der Fokus hier von dem Hauptelement in diesem Video, der Tastatur, vollkommen im Eimer war. Danke Webcam Deutschland. Dementsprechend hüpfe ich jetzt einfach mitten wieder rein und erläutere euch die Funktionalitäten dieser Tastatur. Wir sind schon in Unreal. Man hört die Musik düdeln. Und ich kann die Musik lauter und leiser machen mit den Funktionstasten. Ich kann die Musik ausmachen. Und wieder anmachen. Völlig upraven. Es gibt außerdem noch Funktionstasten hier für Home, Desktop, E-Mail-Programm, Musikprogramm. Musiksteuerung vom Musikprogramm. Das geht in Windows 98 nicht. Ist natürlich kein Beinbruch. Genauso gibt es den Shortcut zum Calculator. Dann gibt es die Einstellung für den Six-Key-Rollover oder halt den Unbegrenzt-Key-Rollover. Das bedeutet, man kann einfach so viele Tasten drücken auf einmal, wie man möchte, und er registriert auch wirklich alle, die da sind. Ich frage mich, wie ich gerade die Konsole aufgemacht habe. Ja, also hier sieht man das so.
Warte mal, ich schau mal hier. So, einmal. Irgendwann löscht der hier. Gut, das ist mit der Konsole zu tun, aber... Also, es ist schon faszinierend, wie er hier einfach alle Tasten auf einmal erkennt. Also, das funktioniert auf jeden Fall. Und eine total coole Funktion ist zum einen der Windows-Lock. Hier, ich habe jetzt die Windows-Taste gedrückt und schwupps, rausgetappt. Oh mein Gott, das ist ärgerlich. Aber mit FN und Windows-Taste kann ich diese locken. Leider mag bei meiner Tastatur die LED dann nicht immer sofort sich einschalten. Die sollte eigentlich angehen, diese W-LED hier, wenn die Windows-Taste gelockt ist. Habe ich schon an Nanoxia geschrieben diesbezüglich und die meinten, die würden sich der Problematik mal annehmen. Denke, das betrifft jetzt hier mein Modell. Habe ich vielleicht ein Montagsmodell diesbezüglich erwischt. Aber ja, komisch. Das hat bei mir irgendwie am Haupt-PC jetzt ein bisschen gedauert, bis die LED angegangen ist. Ja, aber ich weiß ja, dass die Funktion da ist und wenn mein Windows-Key nicht reagiert, habe ich ihn wahrscheinlich abgeschaltet. Eine andere Sache, die sehr, sehr cool ist, ihr seht, ich spiele das jetzt hier mit WASD und es gibt auf den WASD-Tasten auch so kleine Pfeilsymbole. Das liegt daran, weil ich die Funktionalität der Pfeiltasten und WASD tauschen kann. Was übrigens auch erklärt, warum gerade in der Konsole alles weggehüpft ist, weil ich gleichzeitig irgendwie einen Pfeil gedrückt habe. Ich habe nämlich im Spiel... die Tastatur so eingestellt, wie man hier sieht. Strafe left is left und strafe right is right und move forward is up und move backward is down. Also nicht WASD, ja. Das ist ziemlich cool. Das macht man mit FN und W wie Wilhelm. Und schon ist WASD wieder WASD und die Pfeiltasten sind wieder wie die Pfeiltasten. Finde ich eigentlich eine ganz nette Sache. Jetzt kann ich nämlich hier auch die totale Kirmes machen und nichts hüpft mehr zurück, wie wir das sehen. Also, und der erkennt ja hier wirklich einfach super viele Tasten auf einmal. Und wenn ich jetzt den Six-Key-Rollover mache, dann sollte er halt irgendwie irgendwann Schluss machen. Und nicht alle Tasten erkennen. Wie viele Tasten hat er jetzt erkannt? Irgendwie noch mehr. Das war jetzt dann mehr wie vorhin. Wartet mal, dann machen wir jetzt hier nochmal den. Dann drücke ich einfach mal ganz viele. Und dann müsste der eigentlich nur 6 Keys machen. Wenn das Z hinten ist, dann ist es B, G, Q, R, U, Z. Genau. Also jetzt ist der 6-Key-Rollover an. Das heißt, er erkennt 6 Tastendrücke und danach macht er dicht. Und wenn ich das aber ausmache, dann erkennt er wirklich einfach alles und rotzt raus, wie es nur geht. Ja, ziemlich cool. Nicht verkehrt. Das muss eine mechanische Tastatur auf jeden Fall bieten. Erst recht bei dem Preispunkt 109,99 €. Ist das ein Must-Have. Und das finde ich eine sehr positive Sache, eine sehr gute Sache. So, jetzt machen wir hier mal wieder WASD-Action. Und ich erzähle euch nochmal ein bisschen was zu den Eindrücken mit dem Keyboard, die ich bisher sammeln durfte. Oh, jetzt habe ich den armen Dorfbewohner abgeschossen. Ist gut, ich bin friendly. I'm a friend. Ich glaube, ich habe jetzt verschissen bei ihm. Die Tastatur musste bei mir schon den CSGO-Einsatz durchstehen und überleben. Und oh, jetzt schieße ich nochmal auf ihn, weil ich mich mit STRG ducken wollte. Ups. Okay, den lassen wir mal links beiseite liegen. Und ich habe damit CSGO gezockt. Viel Spaß gehabt, weil mechanische Tastaturen sind einfach unbezahlbar bezüglich der Funktionalität in Sachen ja, Tastenfeedback. Das ist einfach der große Pluspunkt, der auch hier wieder stimmt, obwohl das keine Cherry Switches sind, sondern diese Kahil, schwierig auszusprechen. Die weißen Switches liegen mir persönlich sehr gut, ich mag die. Sind ein bisschen weicher vom Druckpunkt, glaube ich, wie es die blauen sind und die klicken auch nicht ganz so laut. Also, da Pluspunkte. Eine Sache ist, der Look der runden Tasten wird sich halt erkauft im Prinzip durch ein bisschen Verlust an Ergonomie. Die Tasten sind nämlich sehr, sehr klein, fallen sehr klein aus. Und das könnte für Personen mit großen Fingern, ich denke jetzt an unsere Handwerker oder wie auch immer, schwierig werden. Dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, erstmal sich das Ganze anzuschauen.
nach Möglichkeit, ja, oder halt das gute Stück dann selber mal zur Ansicht kommen zu lassen, wie auch immer man es machen möchte, weil das kann schon sein, dass es einfach zu groß ist. Also die Hände sind zu groß für diese kleinen Tasten. Das könnte schon zur Schwierigkeit werden. Das ist voll die Action hier. Lenkt mich gerade ein bisschen ab. Sonst, ja, es ist eine Tastatur. Was will man sonst darüber sagen? CS hat Spaß gemacht. Am Anfang war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das Keyboard selber ein bisschen höher aufliegt, als es die normale Tastatur, wie man sie so kennt, halt macht. Und daher muss man die Handhaltung ein bisschen anpassen. War am Anfang echt gewöhnungsbedürftig. Nach 2-3 Runden ging es dann aber. Und hat mich dann auch nicht weiter gestört. Geschweige denn irgendwie ein unangenehmes Gefühl verursacht oder so. Ne? Also, aber es war gewöhnungsbedürftig. Sonst, Tastendruck top. Schade finde ich die schmale Enter-Taste. Da fände ich halt einen richtigen Return-Key wirklich besser. Liegt aber auch an meinen persönlichen Gewohnheiten, so was gewisse Tastenkombinationen angeht und so. Da ist das Layout mit der Raute dann hier an der Stelle schon gewöhnungsbedürftig gewesen. Aber gut. Das will gesagt sein und musste man dann hinnehmen. Ne? Ansonsten sehe ich die Tastatur halt irgendwo zwischen Gaming und Chefsessel. Also das ist sicherlich ein super cooles Teil, um einen stylischen Schreibtisch auszustatten, ja, der dann halt auch mit diesen Elementen arbeitet. Vielleicht gibt es ja auch passende Gehäuse dazu, Nanoxia, die man dann einfach damit dann präsentieren kann. Fehlt noch die passende Maus. Ich weiß nicht, wie die dann aussehen soll, so in diesem Steampunk-Look. Fürs richtige Gaming-Keyboard sind die Tasten mir persönlich aber ein bisschen zu klein. Für den Gelegenheitsspieler eine Überlegung wert. Ja, mechanische Tastatur bleibt mechanische Tastatur. Und man gewöhnt sich dran. Und beim CS-Zocken habe ich mich jetzt auch nicht großartig vertippt oder so. Da ist das eigentliche Schreiben schon ein bisschen, ja, aufwendiger, intensiver. Man muss sich da mehr konzentrieren, dass man sich nicht vertippt mit dem guten Ding. Wie wir vorhin auch schon gesehen haben, als die Kamera noch total unscharf war. So. Ja, sonst wüsste ich auch nicht, was ich noch großartig für Wörter über das Keyboard verlieren sollte. Eine Sache, die ich noch ausprobiert habe, waren die Switches halt. Ne? Das, was auch. Da hat mich der Bersi drum gebeten. Kudos an den Bersi, dass ich mal Cherry-Switches ausprobiere. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Hat leider nicht funktioniert. Aber man könnte halt sich ein anderes Cherry-Keyboard nehmen und die ganzen Switches darüber nehmen. Aber das sieht dann halt auch eher gebastelt aus. Mehr schlecht dann recht, denke ich. Ist aber ein bisschen schade für die allgemeine Kompatibilität. Es gibt ja YouTuber, Streamer da draußen, die ihre eigenen Tastatur-Caps haben und der eine tauscht sich dann sein WASD aus und hat dann halt Spaß mit Day-9-Switches oder so. das wäre dann hier halt in der Form leider nicht möglich. Ich weiß auch nicht, inwiefern anderweitige Switches dann noch geplant sind seitens Nanoxia. Ja, ansonsten, man sieht das hier, ich dodge mir einen Wolf. Immer dieser Double-Tap. Das funktioniert wirklich prächtig. Und da wackelt nichts. Das Teil ist total verbindungssteif. Und wirklich top verarbeitet. Balla, 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 balla. Und das ist Unreal auf 3DFX Voodoo. So sieht's mal aus. Liebe Leute, ich danke euch fürs Einschalten. Und falls dies das letzte Hardware-Video in diesem Jahr gewesen sein sollte, ich weiß es nicht, wünsche ich euch einen guten Rutsch, frohe Feiertage. Der Cracky ist raus und Unreal ist awesome. Nanoxia Encore Retro Mechanical Keyboard. Check it out. Bis zum nächsten Mal. Laut machen.